Fotos. Abbilder der Realität, welche heutzutage gar nicht mehr wegzudenken sind. Egal, ob in Nachrichtenartikeln, in Büchern, eingerahmt bei uns zu Hause oder auch auf unseren Smartphones, mit deren Hilfe können wir uns ein Bild davon machen, was an einem ganz anderen Ort der Welt passiert. Uns Dinge visualisieren, Erlebnisse und Erinnerungen miteinander teilen und vieles, vieles mehr. Heutzutage kann man Fotos auch ganz schnell und einfach in wenigen Klicks mit seinem Smartphone machen, welches fast jeder von uns immer und überall in seiner Hosentasche dabei hat. Aber habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, wie das Ganze eigentlich hinter dem Gehäuse funktioniert? Wie kann eine Kamera eigentlich unsere Umgebung erfassen? Um nämlich ein Bild wie beispielsweise dieses hier zu erhalten, sind vier grundlegende Komponenten in der Kamera verantwortlich. Aber bevor wir uns mit diesen auseinandersetzen können, müssen wir uns erst einmal fragen, welches physikalische Grundprinzip eigentlich generell dahinter steckt, damit überhaupt erst einmal ein Abbild der Realität entstehen kann. Und dafür habe ich uns hier einmal ein Modell mitgebracht. Das hier ist eine Lochkamera. Sie wird auch als Camera obscura bezeichnet, Latein für dunkle Kammer. Denn im Prinzip ist das hier nichts anderes als eine dunkle Kammer mit einem kleinen Loch, durch welches Licht von außen ins Innere der Kamera gelangen kann. Fällt nun Licht durch dieses Loch, entsteht auf der gegenüberliegenden Wand ein auf dem Kopf stehendes, farbiges Abbild der sich vor dem Loch befindlichen Gegenstände. Aber wie kommt dieses Abbild überhaupt zustande? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Von jedem Punkt eines Gegenstands gehen in alle Richtungen Lichtstrahlen aus. Das kleine Loch der Lochkamera sondert davon schmale Lichtbündel aus, welche auf der gegenüberliegenden Wand jeweils Lichtflecke erzeugen. Das gesamte Bild setzt sich aus den Lichtflecken der einzelnen Punkte des Gegenstands mit entsprechend unterschiedlichen Farben und Helligkeiten zusammen. Und so haben wir ein Abbild der Realität mithilfe einer Lochkamera geschaffen. Nun müssen wir es nur noch irgendwie hinbekommen, dieses Bild festzuhalten, damit wir es uns immer wieder ansehen oder mit anderen teilen können. Und an dieser Stelle kommt unsere erste wichtige Komponente ins Spiel, und zwar der Bildsensor. Der Bildsensor wird auf der Wand gegenüber dem Loch platziert und besteht aus vielen Millionen Mikrometer kleinen Bildpunkten, welche im Englischen auch als Pixel bezeichnet werden. Trifft nun Licht auf den Sensor, bestimmen die einzelnen Pixel die Helligkeit der jeweils roten, grünen und blauen Lichtanteile. Diese Informationen werden in elektrische Signale umgewandelt, verarbeitet und anschließend auf einem Speichermedium gespeichert. Und von dort können wir uns unser Abbild der Realität immer wieder ansehen oder mit anderen teilen. Wozu brauchen wir also noch die restlichen drei Komponenten? Nun, einen kleinen Haken gibt es daran leider. Denn das Bild, das würde ungefähr so aussehen. Zu dunkel, um nur irgendetwas darauf erkennen zu können. Denn da das Loch, durch welches das Licht ins Innere der Kamera gelangt, so winzig klein ist, ist die Menge an Licht, welches auf den Sensor trifft, auch sehr gering. Aber warum vergrößern wir das Loch nicht einfach? Nun, so einfach ist es leider nicht. Denn würden wir das Loch einfach so vergrößern, wären die auf den Sensor fallenden Lichtflecke zwar auch größer, weshalb das Bild deutlich heller erscheinen würde, diese würden sich aber auch aufgrund ihrer Größe stärker miteinander überlappen, weshalb das Bild für uns unscharf erscheinen würde. Abhilfe für dieses Problem schafft unsere zweite wichtige Komponente, und zwar die Sammellinse. Nun können wir das Loch vergrößern, damit mehr Licht ins Innere der Kamera gelangt. Durch die Sammellinse, welche aber vor dem Loch positioniert wird, wird das einfallende Licht so gebrochen, dass ein scharfes Abbild der Gegenstände auf dem Sensor entsteht. Aber wieso haben wir heutzutage bei handelsüblichen Kameras, wie beispielsweise dieser hier, solche großen und schweren Objektive anstelle von einfachen und kompakten Sammellinsen? Das Problem ist, dass Sammellinsen zwar perfekt für diese Aufgabe geeignet sind, sie in der Praxis aber Randstrahlen immer etwas stärker brechen als achsennahe Strahlen, wodurch es zu unschönen Abbildungsfehlern, sogenannten sphärischen Aberrationen, kommt. Objektive erfüllen den Zweck, diese Abbildungsfehler geschicktes Kombinieren verschiedener Konkav- und Konvexlinsen zu korrigieren. Im Endeffekt wirken sie aber wieder wie eine Sammellinse, um das einfallende Licht so zu brechen, dass ein scharfes Abbild der Gegenstände auf dem Sensor entsteht. So, jetzt aber.
Jetzt haben wir doch alles, um ein schönes Foto mit unserer Kamera zu schießen, oder? Aber was ist denn das? Der Apfel ist ja unscharf. Wieso? Nun, Objektive oder Linsen allgemein besitzen, wie wir aus dem Physikunterricht ja schon wissen, eine feste Brennweite. Und das kann uns beim Fotografieren schon zu einem kleinen Verhängnis werden. Denn aufgrund der festen Brennweite muss ein Gegenstand immer einen bestimmten Abstand zum Objektiv haben, um scharf auf dem Sensor abgebildet zu werden. Steht der Gegenstand zu nah oder zu weit vom Objektiv, werden die Lichtflecke auf dem Sensor größer und überlappen sich wieder. Das Bild, das würde für uns wieder unscharf erscheinen. Können wir uns aber nicht näher heran bzw. weiter weg bewegen, gibt es bei Objektiven die Möglichkeit, deren Linsen im Inneren so zu verschieben, dass die Bildweite immer genau so groß ist, dass ein scharfes Abbild der Gegenstände auf dem Sensor entsteht. Der Vor- und Hintergrund des Bildes sind dann unscharf, was Fotografen meist als Mittel nutzen, um die Aufmerksamkeit des Betrachters auf einen bestimmten Gegenstand zu lenken. Deshalb bezeichnet man diesen Prozess auch als Fokussieren. Wie ist es aber nun, wenn wir zwei oder mehr Objekte haben, welche wir fokussieren wollen, welche aber einen verschiedenen Abstand zum Objektiv haben? Das Naheliegendste wäre ja, den Fokus genau mittig zwischen den beiden Gegenständen zu setzen. Dann würde uns aber schnell auffallen, dass beide Gegenstände unscharf abgebildet werden, da immer nur eine einzige Ebene des Bildes fokussiert werden kann. Um dieses Problem zu umgehen, erschuf man unsere dritte wichtige Komponente, und zwar die Blende. Die Blende ist eine Apparatur im Objektiv, mit welcher man durch Veränderung der Größe der Öffnung der Kamera den Lichteinfall ins Innere der Kamera steuern kann. Schließen wir nun die Blende etwas, um die Öffnung zu verkleinern, werden die in die Kamera fallenden Lichtbündel schmaler und dadurch auch die in die auf den Sensor fallenden Lichtflecke kleiner. Klein genug, dass wir das Bild noch als scharf empfinden, da sich die einzelnen Lichtflecke nicht mehr so stark überlappen. Aber wie wir uns doch noch von vorhin erinnern, ist das Bild durch eine kleinere Öffnung doch viel dunkler, oder? Ja, das stimmt. Aber durch die Linse bzw. das Objektiv trifft noch genügend Licht ins Innere der Kamera, dass wir das Problem mit einer etwas längeren Belichtungszeit kompensieren können. Und hierbei ist unsere vierte und letzte wichtige Komponente, und zwar der Verschluss, relevant. Der Verschluss ist, wie die Blende auch, eine Apparatur, welche offen oder geschlossen sein kann, um zu bestimmen, ob Licht auf den Sensor fällt oder nicht. Je nachdem, wie lange der Verschluss nach dem Auslösen der Kamera geöffnet bleibt, trifft auch entsprechend mehr oder weniger Licht auf den Sensor und das Bild, das wird am Ende heller bzw. dunkler. Die übliche Belichtungszeit einer modernen Kamera liegt bei einem Bruchteil einer Sekunde, kann sich aber auch, gerade bei schlechteren Lichtverhältnissen, deutlich verlängern, was vor allem bei sehr kleinen Sensoren, beispielsweise in Smartphones, eine Belichtungszeit von mehreren Sekunden nach sich ziehen kann. So, nun aber, diese vier Komponenten, der Sensor zum Erfassen des Bildes, das Objektiv, um ein scharfes Bild auf dem Sensor zu erzeugen, der Verschluss und natürlich auch die Blende, um den Lichteinfall ins Innere der Kamera zu steuern, sie alle zusammen in einem lichtdichten, dunklen Gehäuse sind also dafür verantwortlich, dass wir ein realitätsgetreues Abbild der Realität, wie beispielsweise dieses hier erhalten, wenn wir auf den Auslöser unserer Kamera drücken. Es steckt also schon einiges hinter einem Foto, welches wir in Nachrichtenartikeln, in Büchern, eingerahmt bei uns zu Hause oder auch auf unseren Smartphones finden. Und wenn wir mal darüber nachdenken, könnten wir uns ein Leben ohne diese vermeintlich simplen Abbilder der Realität gar nicht mehr vorstellen. Vielen Dank.